Besonders schön finde ich auch immer, dass viele Grundschulen und GrundschülerInnen auch hier sind. Die wirklich die Kleinen, die hier ganz begeistert von ihren Projekten mit Robotern erzählen. Und das macht richtig Spaß. 10 Jahre Digital Education Day. Wie war's? Ich kann mich gut erinnern, als wir das erste Mal hier waren, da waren wir 100 Menschen ungefähr hier, Stuhlkreis, ne? Und wenn man sich sieht, wie sich das entwickelt hat, ist das schon phänomenal. Ich habe so einen Leitsatz, der so mein Handeln als Schulleiter und auch als Lehrer so ein bisschen prägt, schon lange vor Corona. Da habe ich gesagt, Bildung kann man nicht googeln. Und ich freue mich, dass wir auch heute hier die Bildung so nach vorne stellen. Und Bildung für mich ist immer so die Frage, was mache ich mit den unendlichen Informationen, die wir haben? Wie schaffe ich es, aus den Informationen Wissen, nachhaltiges Wissen zu generieren? Wie ist es möglich, aus diesem Wissen Kompetenzen zu bringen, die auch letztlich zu einer Handlung führen, die für uns auch relevant ist? Das heißt, Bildung braucht Begegnung. Und das ist genau das, was wir heute hier machen. Ich finde es total klasse, wenn man in den Austausch geht, wenn man tolle, interessante Projekte sieht, Best-Practice-Beispiele, Next-Practice-Beispiele. Das ist das, was ich mir so vorstelle, wie Bildung funktionieren kann. In unserer Schule haben wir eine Entscheidung getroffen, die richtig wichtig ist. Und das ist, es gibt keine Fehler mehr. Wir haben tatsächlich Fehler verboten. Was wir bei uns haben, sind Lernmöglichkeiten. So viele tolle Sessions, die wir gesehen haben. Wir haben Interviews geführt. Was war dein Highlight? Was ganz wichtig ist, ist eben, dass man das Thema Fehlerkultur und Schulklima auch im Auge hat. Unser Schulleiter hat hier den Satz geprägt, einfach mal machen und einfach machen. Also wirklich, auch wenn mal was daneben geht, gerade mit neuen Medien. Und dass man da eigentlich einfach versucht. Ja, und es eben versucht auch einfach zu halten, dass man es auch schnell nutzen kann. Dann teilen, teilen, teilen. Also wir haben uns die Social Media Philosophie auf die Fahnen geschrieben und ausprobieren. Und da gucken wir jetzt mal rein, was wir an der Stelle machen. Wie war's? Jubiläum, Jubiläum. Es war wieder ein toller Tag irgendwie mit ganz vielen Personen, die hier vor Ort waren. Also dieser Mix aus diesen ganzen verschiedenen Schulformen, die hier zusammenkommen. Also wie du gesagt hast, wirklich vom Primarbereich bis in den beruflichen Bildungszweig, die sich austauschen über Digitales, über die Neuerungen und Best Practice, Next Practice. Man sieht halt einfach die Menschen, die hier sind, die Lehrerinnen und Lehrer und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den Schulen, die halt immer auch wirklich ihre Schülerinnen und Schüler im Fokus haben und von denen aus denken und sagen, hey, das ist doch das, für die wir es eigentlich machen. Da soll doch die Bildung ankommen. 10 Jahre Digital Education Day bedeutet wirklich, dass Hunderte, Tausende Menschen inzwischen hier in Köln miteinander ins Gespräch gekommen sind. Und das sehe ich hier immer wieder. Menschen stehen hier rum, erzählen miteinander, freuen sich, sich wiederzusehen oder auch kennenzulernen. Also hier bleibt keiner allein. Das ist so mein Eindruck. Und das macht richtig Spaß. 10 Jahre Digital Education Day und wir freuen uns, wenn es weitergeht.